Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir die Akala-Ebene ein bisschen erkundet. Was ist ein bisschen? Der letzte Part geht fast 5 Stunden. Ich habe noch ein paar Crocs rangehangen und das Upgraden von den Gewändern. Ja, und zwar haben wir, Moment, das Sora-Gebiet. Wir haben das hier alles erkundet, das hier haben wir auch noch erkundet, vor allen Dingen mit den Wächtern. Es sind viele Feenflöten gegangen. Wir haben im letzten Part auch noch eine weitere Fee gefunden. Ein bisschen mager fand ich, also wir haben schon viele Crocs gefunden, aber ich fand das ein bisschen mager, zumindest hier, obwohl es geht. Aber hier befindet sich bestimmt noch der ein oder andere Croc, den ich aber nicht gefunden habe. Dann haben wir die Makruso-Halbinsel gemacht mit dem Schrein. Ja gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Unser Ziel ist es heute mal zum Akala-Institut zu gelangen. Ich weiß immer noch, wir wissen immer noch nicht, wo das Akala-Institut ist, vor allen Dingen irgendwie nördlich. Ich vermute in die Richtung. Und zwar werden wir auch noch heute in diesem Part Kilten, der einen Monsterladen betreibt, treffen. Okay. Küste von Nordakala. Ich würde sagen, wir nehmen uns einmal die Küste von Nordakala vor, oder? Ja. Vielleicht finden wir dann einen oder anderen Croc noch. Da bin ich relativ zuverlässig, zuversichtlich. Ja. Oh, was machen Sie denn hier, Herr Fuchs? Da unten waren wir schon. Hyrule Grass. Okay, hier geht der Hateno. Jetzt ist schon der Hateno-Strand. Der Akala. Strand oder Akala-Bucht? Küste, nee. Eine Küste, okay. Schauen wir mal. Was wir hier so alles haben. Nein, bitte nicht. Ah, super. Was macht ein Wächter an der Küste? Ich meine, was soll der hier bewachen? Du bist doch... Ich geh auf jeden Fall von oben ran. Weil ich... Die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass er uns sieht, wenn wir da irgendwie hinlaufen. Und das möchte ich nicht. Ich werde es erstmal ohne Stärke-Items und ohne Spurtmedizin versuchen. Und sollte es, also einen Angriff sollte ich überleben, also einen Wächterstrahl. Aber danach, denke ich mal, falls wir da irgendwie Probleme kriegen sollten, können wir es ja immer noch nehmen. Mifas Gebet, oh nein, 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 nein. Mifas Gebet müsste auch schon bereit sein. Nein, nein. Bitte kein Gewitter, kein Gewitter. Natürlich, es ist so klar gewesen. Lächerlich. Ich hab noch nicht mal. Ich kann noch nicht mal Bombenpfeile zünden. Ich habe noch nicht mal ein Schild. Habe ich überhaupt eins ausgerüstet? Nee, okay. Na komm. Aber ich habe nur eine Waffe, ne? Nee, 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 ich habe nur eine Waffe. Ich habe nur eine Waffe. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Oh, als wenn er hier rutscht. Hier kannst du doch kurz stehen und dich ausruhen einmal. Gut, dann machen wir das später. Oh.
dieser Regen. Ich teleportiere mich nach oben. Bevor wir jetzt da den ganzen Stress mit dem Regen oder so haben, das ist. Vor allen Dingen, wir haben ja auch noch. Wir haben ja kaum Waffen, die nicht aus Metall sind. Damit kriege ich den Wächter auf keinen Fall down. Dann ist es lieber sinnvoller, erst zum Akala-Institut zu gehen und uns, ja, dementsprechend auszurüsten. Vor allen Dingen die antiken Pfeile. Weg. Mit den Leuten hatten wir ja gesprochen. Schauen wir mal. Dann würde ich sagen, dass wir diese ganze Ebene erkunden. Wäre zwar ein bisschen schwierig mit dem Klettern, aber ich denke mal, das sollte passen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir wieder die Fackeln oder so anzünden müssen. Ja. Also ein Moblin-Golf ist ein bisschen schwieriger als Fledergolf, aber das geht auch. Der hatte noch nicht mal eine Waffe. Wo sind wir jetzt? Hier an Nordakala. Alla, zieh Leine, Wolf. Was haben wir denn noch? Darklink, moin. Hat er eine grüne Schweinenase? Ja, ne? Haha. Nice. Wir sind gerade auf dem Weg zum Akala-Institut. In der Hoffnung, dass der Regen auch mal aufhören wird. Ich bezweifle das, aber. Oh, ein Moblin-Herz. Und Octoroks, natürlich. War ja klar. Warum können die Moblins, wenn es schon mal blitzt, keine Metallwaffe haben? Der hat doch eine Metallwaffe. Warum schlägt der Blitz bei dem nicht ein? Überhaupt noch eine Waffe, die nicht aus Metall ist. Hier sind überall Moblins. Die bewachen wahrscheinlich die Flammen. Beziehungsweise sollen es schwieriger machen, wenn ich die Flamme gleich bringe. Nee, gerade kann ich kein Feuer machen, weil es halt regnet. Das ist halt. Oh, Octorox. Ich weiß nicht, ob die blaue Flamme. Ich gehe da eh von aus, dass wir gleich wieder die blaue Flamme zum Institut bringen müssen. Aber ich glaube, bei Regen erlischt die auf. Boah, hoffentlich. Sieht auf jeden Fall jetzt trockener aus. Jetzt kann ich auch wieder meine Metallwaffe nehmen. Boah, als ob. Nice. Was ich auf jeden Fall noch gemacht habe, im letzten Stream, ich habe erstmal nur auf HD gestellt und auf 60 FPS. Diesmal habe ich auf 108, also auf Full HD habe ich diesmal gestellt, weil das zweite Video oder das Video, was ich dann auf YouTube hochgeladen hatte, ich war nicht mit der Qualität zufrieden. Also ich erkenne definitiv den Unterschied von HD in Full HD. YouTube zeigt es zwar in Full HD an, aber na, ich habe. Twitch unterstützt ja auch eine KBS von, ich glaube, 6000. Das habe ich soweit auch eingestellt.
Ich hoffe, der Stream ist auf jeden Fall flüssig. Müsst ihr mal schauen. Ist halt eigentlich für die Leute gedacht, die, weiß nicht, gerade unterwegs sind und dann kurz mal hier über das mobile Internet reinschauen, ja. Dann ist es halt besser, nur auf HD zu schalten, aber. Was habt ihr? Oh, schnell weg hier. Das gefällt mir hier überhaupt nicht. So. Okay. Danke dir, Dark Link. Und gleich müssten wir doch mal beim Institut sein. Müsste jedenfalls der richtige Weg sein. Alter, wie viele schwarze Moblins hier sind. Ist ja Wahnsinn. Da ist ein Schrein. Da ist wahrscheinlich ein Krog, oder? Nee, die blaue Flamme. Okay, aber ich suche das Institut. Da unten. Wo es so qualmt, oder? Nee, das ist nur ein Feuer. Ja, gut. Frage ist, wo ist das Institut von Arcala? Ja, alles gut. Vielleicht kannst du mir bei den Crocs helfen. Weil das, ich sag mal so, 900 Crocs sind eine Menge Arbeit. Also, ich glaube, ich habe vielleicht gerade mal 160 oder 170. Aber erstmal müssen wir zum Arcala-Institut. Okay, hier ist auch ein Schrein, den markieren wir uns gleich. Okay, wie erkunde ich das denn am besten? Schauen wir uns nochmal hier oben genauer um. Den schleichen wir uns einmal ran. Ey, wie laut die schnarchen, wie so ein, weiß nicht, wie so ein Berserker. Okay, wenn sie schlafen, geht das anscheinend. Natürlich fängt es jetzt wieder an zu regnen. Schlaf schön friedlich weiter. Wir sehen uns in der Hölle. So. Was, nur ein Moblinhorn? Okay. Oh nein, ernsthaft, das fängt schon wieder an zu blitzen. Ich weiß nicht, ob das hier so generell so ein Blitzgebiet ist, aber. Wow. Ah, okay, das ist das Labyrinth da vorne. Okay. Das machen wir ja auch in diesem Part. Vor allem bei so einer Sicht siehst du kaum was. Du kannst halt schlecht erkunden, ne? Wenn es Nacht ist, kommen doch noch hier diese
Skelett-Moblins und Skelett-Goblins, ja. Steht da jemand Wache? Oh, die schlafen. Ihr könnt gerne weiter schlafen. Ich könnte nicht so im Regen lernen. Ich heiße, habe ich dir unten, mich heiße Tortoise Gamer TV. Ich habe schon mehrere Parts oben. Musst du mal schauen. Ich habe unten in den Panels, habe ich mein YouTube, mein Twitter, mein Instagram, Facebook-Seite, alles soweit verlinkt. Na, über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Aber musst du schauen. Guck, ob dir das gefällt und das überlasse ich jedem immer selber. Weil ich will jetzt auch nicht so aufdringlich sein. Hier ein Abo, da ein Abo. Ich meine, wenn man es gut findet, den Content, dann abonniert man. Wenn nicht, dann nicht. So, ne? Das überlasse ich immer jedem selber. Weil ich hasse die Leute, die am... Nein! Nein, nein! Ich hab, ich mag, oder ich mag, sagen wir so, ich mag die Leute nicht, die immer, oh, hier abonnieren, da abonnieren und dann... Kennt ihr noch die Leute, die meistens so noch was mit einbauen? Hier abonnieren bitte mit so einem Bild oder einem Like. Danke dir, Mifa. Einbauen. Ich finde, es reicht, wenn du am Ende mal sagst, hier pass auf. Hier kannst du, ich würde mich über ein Abo freuen und über einen Comments oder ein Like. Das war's. Also mehr muss man, finde ich, auch nicht machen. Also. Ich hoffe, ich habe die anderen jetzt nicht geweckt. Rosisch. Nein, 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 nein. Oh, ich gehe als erstes zum Schwarzen. Ich gehe als erstes zum Schwarzen. Nein. Ach, komm. Und ich... Ess auf jeden Fall mal was. In den Panels habe ich auch die Challenge rein verlinkt. Was essen wir dann? Beziehungsweise, was haben wir? Ah, komm, gönn dir hier mal so einen Grillteller. Als ob. Oh, der hat gesessen. Ah, oh, jawohl. Und hier dürfte ich aber auch wieder, da es trocken ist, eine Metallwaffe nehmen können. Um das Eisschwert. Oh ja. Oh, der hatte was, das wir noch nicht kennen. Knochenbockschild. Okay. Ja, es gibt da, ich denke mal, ich habe schon alle, aber dann habe ich doch noch nicht alle. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Knochenschilden, von Moblin-Keulen und und. Knochenbockschild, ein Bockschild, dessen Ränder mit Fossilienknochen verstärkt wurden. Er schützt ganz passabel vor Angriffen, ist aber so schlampig verarbeitet, dass er schnell kaputt geht. Ja, hier müsste ich ein Feuer machen können. Aber die Frage ist, jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. Frage ist, was bringt mir gerade ein Feuer? Ein Ritterbogen. Na gut, lassen wir mal. Die Frage bringt, was bringt man gerade ein Feuer? Ja? Wenn wir oben auf der Ranellspitze werden, dann auf jeden Fall. Aber was wir ja gleich brauchen, aber wir brauchen gleich eine Fackel, ne? Aber eine Fackel müsste eigentlich oben sein, um die blaue Flamme zum Forscherinstitut zu bringen. Aber das Forscherinstitut haben wir ja noch nicht gefunden. Slimy, aber ansonsten ist ja auch nichts, oder? Ja gut, da ist das Labyrinth, das machen wir auch nachher noch, aber...
Ich habe eigentlich voll Angst, dass ich mehrere Crocs übersehe. Da muss ich sie im Offscreen, muss ich im Offscreen die Gegend absuchen und danach reichen. Oh, da ist jemand müde. Na, legst du dich hin? Natürlich nicht. Na, komm her. Nimm dir erstmal deine Waffe. Ah, kann ich gar nicht mehr, ne? So, das sollte ausreichen. Ja, dazu müssen wir das Dorf erstmal finden. Ich weiß halt noch nicht, wo das Dorf hier ist. Kann sein, dass das Dorf hier irgendwo ist. Oh, Oktowald, boah. Oder halt hier. Ich vermute, dass das hier halt irgendwo ist. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Na, treffe ich ihn? Komm. Okay, hier sind wir in der Mitte. Okay. Nein, ein Glutflügler. Ach, verdammt. War gerade ein Glutflügler. Die müssen wir auch noch fotografieren. Nein, Hinox hört sich anders an. Ich muss mich mal mehr immer mit dem Magnetmodul umsehen. Oh, Mini-Ivarox. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Aber... Nur Bäume. Oh, Eiche. Der hätte ich auch noch nicht. Die muss ich auch noch fotografieren. Was ist das da? Das sind Ziegen, ne? Ne, Wölfe. Lassen wir mal in Ruhe. Oh, ich will die Wölfe eigentlich nicht immer umbringen, weil. Aber die sind. Feind. Die sind halt feindselig. Was haben wir hier? Okay, das gehört auch anscheinend mit zur... Da ist der Stall, das gehört anscheinend auch hier noch mit zur Ebene. Hier irgendwas? Oh, eine antike Schraube. Ich hoffe, wir finden das Akala-Institut noch vor dem Vollmond, weil sonst habe ich die da oben alle umsonst zum Teil umgebracht. Natürlich, die Materialien haben wir bekommen, aber... Wartet mal, das da vorne sieht nach einem Krog aus. Das ist ein Krog. Frage ist, wo kommen die Steine hin? Nein. Nein. Oh, es fängt wieder an zu regnen. Oder? Ja.
Wo müssen die Steine hin? Die müssen bestimmt auch noch. Natürlich. Wenn es jetzt nicht anfängt zu regnen, stellen wir uns einmal den Leunen. Aber ich will auf jeden Fall ein. Was will ich da nehmen? Beim Stall gibt es immer einen Hund, den solltest du füttern. Ja, mit Wild, dann führt er einen zur Truhe, ne? Soweit ich weiß. Das ist noch das, oder das ist das, was ich nachgelesen habe. Manchmal hat man Glück und dann findet man sogar 300 oder mehrere Edelsteine. Und Edelsteine kann man auf jeden Fall gebrauchen. Vor allen Dingen für die Gewänder, ne? Was haben wir denn sonst noch hier? Nämlich einen Abwehrtrunk. Level 1. Aber es ist ein Leune. Versuchen wir es erstmal mit Level 1. Keine Ahnung, was dieser Leune hier bewacht, aber. Bitte kein Blitz. Bitte alles. Also es kann gerne regnen, aber kein Blitz. Ah, ich hätte aufsteigen können, ne? Verdammt. Ah, ich brauche mein Schild. Ich brauche eigentlich einen Einhänder. Hier, das ist ein Einhänder und ein Schild. Guck mal hier, das habe ich einem deiner Brüder abgenommen. Na komm. Ah, verdammt. Verdammt. Ich habe doch einen Einhänder, oder? Angriffskraft Level 1, Angriffskraft. Wo ich dann Abwehr? Abwehr Level 3, 9 Minuten. Na komm. Na komm, jetzt greif doch endlich mal an. Ah, warte, das ist ein blauer Leune, den müssen wir noch fotografieren, ne? Natürlich. Aber ich habe Angriff genommen. Okay. Ja. Angriff 3. Okay, das müssen wir jetzt ausbaden. Komm, Link. Ach, was will er denn mit seinem Flammenwurf? Jetzt komm her. Nein, ich wollte gerade aufsteigen, also in die Luft. Komm, Link. Jetzt aber. Obwohl, ich hätte ja die Waffe wechseln können, ne? Oh nein, jetzt kommen auch noch die Wölfe. Holen wir mal raus, was richtig Schaden macht. Ja, ich glaube auch, Glumanda mit Feuerwurf. Dachte ich mir auch gerade. So ein Glumanda oder ein Glutexo, der denkt. Nur so ein Leune, der denkt, das ist Glumanda oder Glutexo. Ja. Was nehmen wir denn? Ach, haben wir hier denn Zweihänder? Ja, nein! Ich hab's verpasst. Wieder ein Einhänder. Oh, Mifa. Ich beschütze dich. Jetzt auch. Na komm. Mir wird das zu high. Ich will meinen Angriffsboost nicht aufgeben. Das wäre sonst voll die Verschwendung, aber.
Was machen wir dann? Ich wollte eigentlich eine Abwehr. Aber wartet mal. Ich habe eine andere Idee. So, wo ist er hin? Wo ist er hin? Nein, ach verdammt. Habe ich wieder verdaddelt. Ich wollte nämlich einen Zeitlupenangriff im Flug machen. Aber ich muss erstmal einen Bogen ausrüsten, ne? Oh, wo bist du? Verdammt. Nein, 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 nein. Ich gehe auf den Abwehrtrank. Dann ist das jetzt so. Dann habe ich den Angriff verschwendet. Da unten. Jetzt komm her. Komm, steig auf, Link. Ah. Ah, jetzt ist es schon wieder vorbei. Ach, verdammt. Jetzt müsste er aber haben. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Was? So, jetzt habe ich ihn aber. Okay, so kann ich mir auch meine eigenen Feuerpfeile machen. Ich brauche was zu essen. Da gebe ich meine Abwehr auf, das will ich nicht. Haben wir irgendetwas, was... Haben alles Effekte, ne? Ja gut, ich könnte hier so ein Maxi-Heilung nehmen, aber... Na komm. Ich muss meinen Bogen wieder ablegen. Obwohl, nee, gar nicht wahr. Ja. Ach, verdammt. So, jetzt bleibt er stehen. Na komm. Verdammt. Jetzt macht er wieder seinen Flammenwurf. Und wenn ich schon so Probleme mit den blauen Leunen habe,
Will ich gar nicht wissen, wenn ich einen weißen antreffe. Oder einen schwarzen. Stimmt, die goldenen gibt es ja auch noch, ja. Ich weiß mal einen Bogen wieder. Verdammt. Die arme Landschaft. Natürlich trifft er mich. Aber die Hälfte haben wir fast schon runter. Oh, ich habe ihn gestunt. Komm, 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 komm. Lauf, Link, 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 Link. Jawohl. Jetzt gib ihm. Jawohl. Wieder zum Einhänder wechseln. Ich brauche ein neues Schild. Und ich will an denen gar keine Fee verschwenden. Ich hoffe es zumindest. So viele Maxi-Heilungen. Obwohl, ich kann einen neuen Abwehrtrunk nehmen. Ich habe eh nur noch 16 Sekunden. 9 Minuten. Komm, das muss ausreichen. Verdammt. Verdammt. Als ob. Jawohl. Steig auf, Link. Steig auf. Nein. Ach, verdammt. Als ob. Fast noch schwerer als ein Wächter. Jetzt muss ich mich wieder heilen. Hm. Boah. Er
verbraucht aber auch ganz schön viel. Oder verbraucht ganz schön viele Items. Oder ich stelle mich einfach zu blöd an. Wow. Komm, steh auf, Link. Ach, halt's ab. Was war das? Was war das gerade? Keine Ahnung. So, jetzt aber. Nee, ich habe noch keine Wächterpfeile. Ich hatte erst einen einzigen Wächterpfeil. Lauf, Link. Den habe ich auch für einen Wächter schon verwendet. Beziehungsweise... Beziehungsweise habe ich ihn nicht getroffen und bin dann Game Over gegangen. Dann hatte ich ihn noch. Ja, aber ich habe einen Wächter erst damit getötet. Den habe ich, glaube ich, von Terry geschenkt bekommen. Nein. Aber wir haben gar kein Schild ausgerüstet, oder? Doch. Kochobst, ja gut. Aber wir haben ihn ja gleich. Oh, jawohl. Gib ihm Link. Jawohl. Nein. Ah, ich habe keine... Okay. Da ist doch eine Fee draufgegangen. Wie viele Feen haben wir denn noch? Drei, okay. Ich will das Ganze jetzt einmal beenden. Haben wir noch einen Abwehrtrunk? Ach so. Link, 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 Link. Ach, komm. Okay, das wusste ich gar nicht. Boah, als ob. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Als ob. Abwehr Level 2 und. Brauchen neuen Bogen. Wir können ja sowieso dann, wenn wir das Akalle-Institut erreicht haben, endlich mal. Wow, antike Pfeile oder generell antike Materialien. Als ob. Ich habe schon Abwehrlevel. Boah. Wo ist er? Ach. Ja, trete mich nochmal mit den Füßen. Wenn du dich dann besser fühlst. Ich glaube, mit dem Reckengewand können wir sogar seine HP sehen, ne? Aber ich weiß noch nicht, woher wir das Reckengewand oder wann wir das bekommen, das weiß ich noch nicht. So, du kriegst jetzt einmal einen Bombenpfeil. Ich glaube, ich mache den Rest mit Bombenpfeilen, weil viel sollte er nicht mehr haben.
Jawohl, da ist er auch. Achso, mit Wächterpfeilen? Weiß ich nicht. Also, da bist du, glaube ich, eher der Fachmann. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wichtig sind ja auch die Materialien. Ist das denn hier? Leunenherz. Diese hochgeschätzte Zutat kann von einem Leunen gewonnen werden. Es pulsiert mit der Kraft eines Leunen und ist eine äußerst wertvolle Zutat in der Medizinherstellung. Okay, Leunenhuf. Ich glaube, die Sachen kennen wir noch nicht. Bestienbogen. Okay. Schauen wir mal, ob sich das gelohnt hat. Bestienlanze. Bestienbogen. Robuste Variante des Leunenbogens. Selbst die Sehne ist aus Metall. Normale Hadianer scheitern schon daran, ihn auch nur zu spannen. Bestienlanze, eine schärfere und noch schwerere Leunenlanze. Gewöhnliche Alianer können sie kaum hochheben, aber Leunen zerschmettern damit sogar Felsen. Okay. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen und ich höre schon wieder Gewitter. Natürlich, oder? Nee, bis jetzt ist es noch nicht in Reichweite, aber gleich wird es gewittern. Und da oben hatten wir ja einen Krog. Frage ist, wo? Ihr könnt gleich wieder nach unten. Oh, nein, nein, nicht treffen, nicht treffen. Ihr könnt gleich wieder in die Erde gehen. Irgendwo hier. Ah ne, ich gehe in die falsche Richtung. Der Krog war da oben. Aber wir können uns die. Obwohl die blaue Flamme brauchen wir uns gar nicht markieren, weil wenn wir beim Akalla-Institut sind, wird uns das doch automatisch als Zielpunkt angezeigt. Feuerfledermäuse. Ja, da oben ist der Krog, okay. Ich hoffe, ich darf mehrere Schüsse machen, nicht, dass ich das alles in einem Schuss machen muss. Das wäre ein bisschen zu schwer. Also, aber ich denke mal, ich brauche vielleicht 4 oder 5 Schläge. Also, ah, kriegen wir den Hirsch? Nee. Auf den Herrschern kann man auch reiten, aber man kann sie leider nicht registrieren. Das habe ich schon offscreen versucht. So. Da ist. Nein, 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 nicht treffen, nicht treffen lassen. Weil die ziehen ganz schön viel ab, auch wenn die fast One-Hit sind, aber. So. Mit welcher Waffe machen wir das denn am besten? Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal die Ritterhelbarde. Und dann Stasis hier. Ah, ich warte noch mal. Ich will mich auch richtig positionieren. Jetzt. Einen guten Flug. Okay, jetzt sind wir beim Maximum. Nein, nicht runterkullern. Nee, das ist stehen geblieben. Ich frage mich eigentlich, ob das möglich ist, den mit einem Schlag da rein zu katapultieren. Ja, bestimmt irgendwie, aber.
Okay, ein bisschen Dollar hätte ich schon gekonnt. Du kannst ihn auch schieben. Ja, ich glaube, das wird dann lange dauern. Sehr, sehr lange. Aber ich glaube, wenn ich ihn hochrolle, ich glaube, der schafft Link sogar gar nicht. Ich kann es gerne ausprobieren, aber... Ich glaube, wenn es zu steil wird, schafft Link das nicht. Da mache ich mir nur mehr Arbeit mit. Was ist jetzt der vierte Schlag? Wer hat sich diesen Krog ausgedacht, bitte? Nein, nicht runterkullern, nicht runterkullern, nicht runterkullern. Nein, 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 nein. Link. Okay, hier werde ich ein bisschen stärker schießen. Ich hoffe, das ist nicht zu doll. Ja, das sieht ganz. Bleib stehen, bleib stehen. Okay, das sieht ganz gut aus. Ja gut, beim sechsten oder siebten Versuch, aber... Oh, das ist dreimal. Ich hoffe nicht, dass es zu weit ist. Nein, bitte nicht. Okay, hat gereicht. Es reicht, wenn du ihn von oben runterfallen lässt. Meinst du den Stein oder... Wenn, ich meine, die waren ja da. Wenn ich den Stein runterfallen lasse, ja gut, dann hätte ich mir ein bisschen zumindest von der Waffe her gespart. Ich kann hier nämlich glauben, dass hier oben kein Krog ist. Hier werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal suchen. Haben wir hier irgendetwas außer einen Wolf? Nein, okay. Ja, also den Stein hätte ich schon runterrollen können, aber ich muss ihn ja darauf. Ich muss ihn ja trotzdem hier raufbringen. Und ich sehe einen weiteren Krog. Eins, zwei, drei. Vier und fünf. So, dann kann das hier auch einmal weg. Stempel löschen. Ah, Kalle wird sich wahrscheinlich dann hier irgendwo befinden. Aber eigentlich ergibt das keinen Sinn, weil hier sind halt die Flammen, ne? Wir porten uns einmal hier zum Schrein hin. Um die rechte Hälfte wollte ich nochmal ein bisschen erkunden.
waren wir schon, oder? Nee, da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir, okay. Hatte mich gerade irritiert. Hier geradeaus einmal, okay. Ich dachte eigentlich da vorne, wo der Qualm herkommt, ist. Wartet mal. Ist es das Forschungslabor da oben nicht? Doch, da ist es doch. Ich bin auch blind. Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte. Vielleicht. Weil es so geregnet hat, das kann auch sein. Okay, da oben ist es. Nein, nein. Obwohl, das ist nur ein. Ist kein laufender Wächter, ne? Nee, wir lassen's. Bevor wir zum Institut gehen, will ich hier noch mal ein bisschen schauen und mich umsehen, aber hier dürfte soweit eigentlich nichts mehr sein. Die Küste erkunden wir ja mit den antiken Pfeilen dann. Ach komm. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Labyrinth, was wir gleich machen oder später machen werden. Akala-Institut, okay. Wir sind da. Was haben wir hier? Hier sammelt er anscheinend seinen Schrott. Schrott da oben ist bestimmt ein Krog, oder? Nein, okay. Was haben wir hier? Warte, war da ein Stein oder sah das nur so aus? Okay, sah nur so aus. Okay, da müsste hier sogar, glaube ich, eine Gedenkstatue haben. Dass wir sogar rein theoretisch könnten wir uns sogar ein Herz. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen wir der Bewährung haben. Ich weiß, dass wir drei Stück müssten wir, glaube ich, haben, oder? Schauen wir gleich nach. Hier werde ich. Ist schon so eine verrückte Musik. Ich will aber rauf. Okay, sieht auf jeden Fall wie so eine Bruchbude aus, aber wenn es den Forscher nicht stört. Das Gebet ist bereit.
wenn du es brauchst. Danke dir, Mifa. Ich vermute, dass oben nämlich noch ein Krog ist. Ich weiß es aber nicht. Und es hat aufgehört zu regnen. Nice. Was? Kein Krog? Okay. Ja gut, wenn hier kein Krog ist. Ich hätte gedacht, dass hier ein Krog ist oder so, aber... Ah, ich... Natürlich. Hallo, Herr Krog. Jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Dabei habe ich gerade erst gegessen. Okay, dann schauen wir mal rein. Holzeingang hier vorne, ne? Was ist das denn hier? Scheint mal ein alter Leuchtturm oder so gewesen zu sein. Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal rein und schauen, was da los ist. Viel tun. Und hat. Robello, ah. Hey du, was machst du hier? Alles gut. Bis gleich, Darklink. Schön mit sauberem Wasser und schön Pflaster drauf. Am besten wasserdicht, wenn ihr habt. Okay. Du bist also der andere Forscher, Welle. Du bist etwa Link? Ja. Wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du es irgendwie beweisen? Soll ich mich jetzt nackt vor dem machen, oder was? Ernsthaft? Game Freak. Was für ein Spiel treibt ihr hier? Ein alter Mann, ein junger Jugendlicher, der sich nackt vom alten Mann auszieht? Da, bitteschön. Genau, dein Körper trägt unzählige Narben, ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit der Verletzung überein, welche die Verheerung dir zugefügt hat. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Arcala-Instituts. Dr. Robello! Okay. Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um Hilfe gebeten? Pura ist ein Kind. Aha, Pura ist ein Kind. Pura wurde verjüngt. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Das sieht ihr wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Sie hat schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass die Verheerung gerade neu erstarkt? Wusste ich nicht. Ach du meine Güte. Dann sollte ich wohl besser mal im Einzelnen erzählen, was hier passiert ist, oder? Erzähl schon. Gut. Die Shika-Forscher hatten nur ein Ziel. Wir wollten Ganon die immer wiederkehrende Verheerung ein für allemal vom Antlitz unserer Welt tilgen. Außerdem mussten wir Zelda retten, die beim diesmaligen Ausbruch der Verheerung gefangen worden war. Nun, da unsere Forschung abgeschlossen ist, sind wir zu alt, um die Verheerung zu bekämpfen. Aber das Schicksal war uns hold. Du, Link, bist zu unseren Lebzeiten erwacht. Alles klar. Moin, da bist du wieder. Okay.
Die Zeit ist gekommen. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit uns Chica zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung! Alles klar, legen wir los. Oh ja, ganz genau. Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung Ganon ein Ende setzen. Ja, entschuldige die lange Vorrede. Eigentlich möchte ich dich nur mit antiker Ausrüstung versorgen. Aber einen kleinen Moment noch. Cherry bzw. der Chica-Ofen stellt antike Ausrüstung her, aber leider ist sie angeschlagen. Ach, ich muss wieder die blaue Flamme von Flammenborn holen. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht. Wir ziehen uns erstmal wieder was an. Jetzt kann ich... Ja, ich mache den Wächter da vorne einmal kurz Platz. Ich glaube, der wird uns nämlich nerven. Hallo, Herr Wächter, hier oben. Oh, als ob das so viel abzieht. Alles klar. Wo ist denn das? Warte, wie wird uns das nochmal angezeigt? So, bis ich noch die vier. Die Quelle der Kraft. Warte mal. Südakala. Hateno-Institut, der Forscher. Ah ne, das war Hateno-Institut. Es war, glaube ich, aber auf der anderen. Ich dachte, das wird uns jetzt mal. Ah, ne, es wird uns nicht markiert. Aber ich glaube, die Flamme war hier irgendwo. Welke Plateau? Bitte kein Regen, bitte kein Regen. Die haben wir ja zum Glück hier schon alle besiegt. Deswegen werden wir es ein bisschen einfacher haben. Ah ne, hier sind wir schon drauf, okay. Hier müsste die Flamme irgendwo drauf sein. Ja, hier ist sie. Okay. Waren die Entwickler so freundlich und haben mir wenigstens eine Fackel gelassen? Natürlich nicht. Machen wir das anders. Mal gucken, in welche Richtung wir müssen. Ah, ich muss runterlaufen. Das haben die Entwickler schlau gemacht.
Ich könnte zwar, was ich machen könnte, ich könnte mir, ich muss hier runter, ich könnte aber, ich könnte eine Spurtmedizin nehmen. Ach komm, geht weg. Ah, geht weg. So. Ach, kommt. Ich wusste gar nicht, dass die so schnell sind. Ich muss hier einmal rüber, ne? Ja. So, gleich haben wir es endlich geschafft. Nein, das wollte ich nicht. Das habe ich mir schon einigermaßen gedacht. Wo war denn die Flamme? Wir hatten doch hier so einen Speicherpunkt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Unten, ne? Ich frage mich auch eigentlich, ob die blaue Flamme mehr abzieht als eine Feuerflamme. Also rein theoretisch gesehen. Oh, goldenes Erz. Lass mich in Ruhe. Gibt es hier irgendwo was, wo ich was anzünden kann? Ich glaube nicht mehr, dass der lange hält. War doch da oben. Nein? Okay. So. Gleich haben wir es. Da wird sich die Sherry wieder freuen. Aber das ist wenigstens ein Forscher, der uns Gamer versteht. Ne? Ich meine, ein Computer, mit dem man zusammen verheiratet ist. Also. So. So, da hat deine Sherry wieder genug Saft. Du Link, hör mich an. Jerry ist wieder gesund. Da musst du die Kra Das muss die Kraft der Liebe sein. Oh ja. Meine liebe Jerry hat wieder z meine Liebe hat Jerry wieder zum Laufen gebracht. Die Feuerschale. Du hast sie angezündet. Danke. Hier eine Belohnung für dich. Als Dank, dass du Jerry wieder aktiviert hast. Oh, ja, läuft bei dir. Auf Grundlage des geheimen Wissens der Schicker habe ich sie immer weiter verbessert. Und jetzt sind es antike Verheerungswaffen oder kurz AVW. Sieh mal, hier sind meine Babys. Die antiken Pfeile. Ein bisschen crazy, aber trotzdem. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Jerry seine Frau ist.
Meine Cherry kann nicht nur antike Pfeile herstellen, sondern allerlei antike Ausrüstung. Versuch doch mal es mit antiken Materialien und Rubinen zu füttern. Rubine? Hoppla, hast du das gehört? Du musst verstehen, Link. Unser Forschungsbudget ist stark geschrumpft. Seit dieser dumme Sache mit der Zerstörung von Schloss Hyrule. Sieh es mal als kleinen Beitrag zur Wissenschaft. Lass uns nicht lange fackeln. Gemeinsam besiegen wir die Verheerung. Der andere Forscher geschafft. Okay. Steht zu Diensten. Was hast du denn hier? Antike Pfeile. 90 kosten drei antike. Also ein antiker Pfeil kostet 3,250. Antikes Riesenschwert. Antiker Schild. Antikes Zahnrad. Antike. Oh. Ist ja schon nice Waffen, aber ich bin ja auf die Ausrüstung scharf. Weil die Waffen halten. Und die halten vielleicht schon lange, aber halten halt nicht ewig. Und die Sachen halten ewig hier. Deshalb gehen die für mich vor. Davon ganz abgesehen. Und davon ganz abgesehen haben wir nichts zum Verkaufen. Wer bist du denn hier? Tag, Jaren. Und Kachika. Was zum Teufel? Ich wollte nur. Ah, Pura hieß sie, genau. Pura vom Hateno-Institut nachmachen. Du hältst mich jetzt wahrscheinlich für absolut bescheuert, oder? Ja. Nimm's mir nicht übel, Link. So bin ich halt. Und wie kann ich dir weiterhelfen? Wer bist du? Ich bin Jaren. Kachika. Die Leute haben einander Klatscher. Ich bin Nachwuchsforscherin auf dem Gebiet der Antikenstudie. Also konkret erforsche ich Schreine und so. Link, du musst einen Ort für mich untersuchen. Und zwar das linke Auge des Totenkopfteichs. Ich weiß, dass sich dort ein Schrein befindet, aber der Weg ist einfach zu schwer für mich. Das linke Auge des Totenkopfteichs ist übrigens das höhere gelegene. Das rechte Auge liegt tiefer, das siehst du dann. Hast du sonst noch Fragen? Wer ist der Typ da? Rubello beschäftigt sich als Forscher mit der Antike. Vor 100 Jahren erforschte er in Schloss Hyrule die Wächter. Rubello und mich, uns trennt mehr als ein halbes Jahrhundert. Aber nun ja, er ist mein Mann. Jeder wie er will, jeder wie er will. Ganz genau, wir leiten das Akala-Institut zusammen als Ehepartner oder Ehepaar. Wir haben übrigens auch einen Sohn. Hast du noch Fragen? Dein Sohn. Ja, einen einzigen Sohn haben wir. Sein Name lautet Gratian. Hast du ihn unterwegs vielleicht gesehen? Eventuell, weiß ich nicht. Oh, das freut mich. Gratian befindet sich noch in der Ausbildung. Wenn er alles über Rüstungen gelernt hat, soll er dieses Forschungsinstitut weiterführen. Hast du sonst noch Fragen? Wiedersehen. Okay, eine Schreinquest. Warum kann ich hier hochklettern? Okay. Ich will mich oben noch einmal umschauen. Ganz einfach aus dem Grund, wir hatten ja ein Forschungsbuch im Hateno-Institut und vielleicht gibt es hier sowas auch in der Art. Ich weiß es aber nicht. Nee, der Krog chillt sein Leben. Okay. Damit haben wir das hier auch abgeschlossen. Dann würde ich sagen, da es jetzt nicht regnet, dass wir einmal kurz die Küste von Akala machen. Ah, noch ein bisschen in die Richtung. So, ne? Also in die Richtung müsste das sein hier.
Oh, Leuchtsteine. Eieiei. Oh, schade. Fledergolf. So, das war's für die. Ah, okay. Danke, Darklink. Nicht wundern, manchmal dauert das ein bisschen, bis ich auf die Kommentare eingehe, weil lange mache ich das und ich bin jetzt vielleicht seit 2, 3 Monaten oder so, dass ich mich so in allem reingefuchst habe. Also es gab auch schon Zeit, oder was heißt Zeiten, es gab auch schon Momente, ich wollte alles einfach an die Wand schmeißen, aber vor allen Dingen sich in OBS reinzufinden, wenn du da vorher noch nie was von gehört hast. Schneideprogramme und Co. Ne? GIMP. So. Dann kommt mal her, Leuchtsteine. Wir müssen mal wieder ein paar Ivarox bekämpfen, damit wir ein bisschen Geld mal wieder reinkommt. Wozu ist dieses Floß da vorne? Eventuell gibt es da vorne einen Windzug, aber ich sehe keinen. Aber keine Ahnung. Ah nee, ich dachte, das wären Tauben, die da sind. Haben wir dich schon fotografiert? Schwarzer Exalfoss, als ob. Du kannst gleich so bleiben. Ich eis dich einmal ein. Als ob. Obwohl, der hat nur einen Bogen. Okay. Boah, er ist immer noch am Leben. Geh endlich. Jawohl. Wenn du eine Bombe benutzt, gehen Edelsteine verloren. Ah, okay, dann dann droppen die sozusagen, die Erze droppen dann weniger, oder wie? Ah, okay, wusste ich nicht. Wir haben noch einen eigentlichen Erzbohrer dafür. Oh, Edelsteine, nice. Hier wird auch irgendwo ein Wächter, ne? Finden wir wahrscheinlich gleich noch, aber da vorne habe ich einen Krog erspäht.
Hallo, Herr Kroggi. So, das sollte reichen. Obwohl, hier kann ich schon wieder gehen, oder? Ja, okay. Das erinnert mich so ein bisschen damals als Kind, als ich gerne im Watt gewandert bin. Aber so oft haben wir das auch nicht gemacht. Wir haben das mal mit der Schule oder so gemacht, als Kind, aber. Okay, wenn du da Tipps hast, die nehme ich gerne an. Also im Moment habe ich das so, ich habe einmal meinen Browser halt offen. Mit dem, ja, so dass ich meinen Stream selber noch sehen kann, ja. Dann habe ich rechts darunter, habe ich halt OBS offen, damit ich sehen kann, wie lange ich schon gestreamt habe, wie viel FPS, wie viel CPU-Auslastung, etc. Und links habe ich dann einmal ein separates Gaming-Fenster, wenn du es so sehen willst. Und den Chat sehe ich hier halt auch, ja. Also. Den Chat sehe ich und wie viele Zuschauer und halt meinen Stream sehe ich, ne? Rein theoretisch sehe ich ein, zwei, dreimal meinen Stream. Immer wenn du kurz Zeit hast, guck, ob jemand geschrieben hat. Ich versuche es so gut es geht. Ich muss mich halt noch ein bisschen daran gewöhnen. Man sagt generell so auch, dass so, also ich spreche jetzt hier frei heraus. Ja, dass YouTuber oder generell Let's Player so ein Jahr eigentlich brauchen, bis sie so manchmal so fließend reden können, sage ich jetzt mal, ja. Weil ab und zu ist das zum Beispiel bei mir noch das Problem, dass ich mal vielleicht eine Minute oder eine halbe Minute gar nicht rede. Ja? Weil mir dann nichts einfällt. Ne? Aber ich denke halt so, ich bin dann lieber leise, anstatt dass ich irgendwas Sinnloses laber. Ne? Also. Krogblumen. Wo ist aber die erste? Hier ist die zweite. Wo ist die erste? Obwohl, wartet mal, wenn hier die zweite ist. Was soll ich den Wächter hier? Natürlich. Obwohl, wir haben doch einen Antikenpfeil. Warum mache ich mir dann so große Sorgen? Oh, der hat gesessen. Oh, sogar einen antiken Reaktorkern hat er gerobbt. Okay. Nice. Hallo, warst auch mal YouTuber? Ja, also. Ich habe halt vorher ein anderes Game gezockt und ich bin halt auf Let's Plays umgestiegen, weil da kann ich immer so ein bisschen runterfahren, Kopf abschalten. Aber wo ist jetzt hier die? Ich bin auch blind, ne? Ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance, die Drop-Chance auf einen Reaktorkern und einen Riesenreaktorkern ist. Das weiß ich gar nicht. Also wie prozentual halt, ne?
Da gibt es auch irgendwelche, die das im Internet ausgerechnet haben. Keine Ahnung wie. Ich war in Mathe sowieso noch nie ein Genie, aber ja, mir reicht es schon, wenn es mit Marketing und sowas ist. Also. Eine Krabbe. Komm her. Ah, da vorne ist noch ein Wächter. Alles klar. Die Wächter machen anscheinend Urlaub. 32% auf dem Riesenreaktorkern oder auf dem normalen antiken Reaktorkern? Guck mal, wer hier ist. Ich vermies dir deinen Urlaub. Ist der blind oder was? Hallo. Dabei habe ich gesagt, die Flugwächter sind die dämlichsten, ne? Oh, noch einen antiken. Normale, noch einen antiken Reaktorkern. Okay. Ah, okay, die normalen. Gilt das aber für alle Wächter, also für die Laufenden? Sowohl für die stehenden aktiven Wächter als für die Laufenden? Oder gibt es da auch Unterschiede? Ich hatte mal irgendwo in Comments gelesen, dass man auch bei den toten Wächtern antike Reaktorkerne bekommen kann. Ob das stimmt, habe ich mal einfach so im Raum stehen gelassen, aber wie gesagt, ich habe es auch nur nachgelesen. Ich habe auch keinen Screenshot oder so davon gesehen, auch kein Video. Aber möglich ist es halt, aber ich weiß es halt nicht. Ne? Also so gut kenne ich dieses Spiel dann auch nicht. Ist das ein Cube-Rätsel? Doch, das ist ein Cube-Rätsel. Noch ein weiterer Krog. Okay. Ah, okay. Eine Maximuschel. Okay. Frage ist, wo ist der Cube dafür? Okay, da ist der Cube. Aber wo ist das Gegenstück? Es muss doch auch ein Gegenstück geben. Ernsthaft? Alter. Drei, eins, zwei, zwei, eins, zwei. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum, weil ich das kaum erkennen kann im Wasser. Aber ich vermute, dass er in einen von den Lücken kommt. Ah, okay. Hat gepasst. Da vorne sind noch ein paar Erze. Sogar goldenes Erz, ne? Ja.
Nice. Oh, ein Saphir. Steinsalz. Das war es auch fast eigentlich schon mit der Küste, ne? Will da vorne noch einmal schauen. Da hatten wir ja den Krog gefunden da unten. Genau, und da geht es noch ein Stück weiter. Okay. Obwohl, an dem Stück waren wir doch. Also hier würde ich nochmal nachgucken, aber da vorne die halb... Die Makruso-Halbinsel hatten wir ja schon. Ja, okay. Ne, okay, dann war es das auch mit dem mit der Küste. Okay, dann kann das einmal weg. Machen wir mal beim Eldra-Kessel weiter. Was ist denn näher dran, Eldra-Kessel? Ich porte mich einmal hier hin. Also, ich weiß, dass es zum Beispiel auch für Let's Player bestimmte Regeln gibt, ne? Oder sage ich jetzt einfach mal so, ja. Zum Beispiel, ich bin ja auch Raucher, mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich rauche zum Beispiel überhaupt nicht in den Streams, ja, weil das kommt einfach nicht. Meine Lunge freut sich auf jeden Fall, ja. Ich rauche weniger. Weil das geht nicht, weil wenn du im Stream rauchst, das weiß nicht, das gehört sich nicht. Und wenn dir kleinere Jugendliche oder Kinder zugucken, die sollen da, was sollen die denn denken? So, ne? Ich weiß, andere YouTuber sehen das, einige sehen das anders, aber ich sehe es halt so. Ja, und eigentlich so jetzt auch so ein bisschen nebenbei trinken, geht eigentlich auch nicht, aber da ich erst 2-3 Monate dabei bin, finde ich das noch in Ordnung. Ne? Ja, wir gehen in die richtige Richtung, okay. Was wir eigentlich mal machen können. Fällt mir gerade auf. Ich habe die letzten Stunden und die letzten Tage immer davon erzählt, ach, können wir doch endlich mal unser Pferd holen. Jetzt machen wir es. Und hier muss auch irgendwo noch eine Erinnerung sein, die wir noch nicht entdeckt haben. Willkommen in unserem Stall. Möchtest du ein Pferd registrieren oder mitnehmen? Pferd abholen. Komm mal her, Cleo. Alles klar. Hallo Cleo, ich hoffe, dir geht's gut. Kriegst erstmal was zu essen. Habe ich Fit-Karotten? Ja, das ist ein bisschen wertvoll, aber geben wir mal hier 2 Äpfel in die Hand. Ein bisschen Vitamine. Guck mal hier. Ah, nice. Okay, auf geht's. Ich hoffe, ich krieg's hin, das Pferd zu lenken. Ich hatte ja immer ein bisschen Schwierigkeiten mit. Oh, andere Richtung, okay. Wir müssen hier lang, ne? Ja, und dann so ein bisschen nach links. Ist zwar jetzt nicht das beste Pferd, aber es reicht aus. Was ich auch noch weiß, dass es später möglich ist, Epona und Ganons Pferd zu ergattern. Das glaube ich sogar, das gehört sogar, glaube ich, mit zu den 100%. Und was habe ich denn hier entdeckt?
Einen Krog. Wo ist die Nummer 3? Natürlich hier. Alles klar. Paar Zitterlinge noch. Das ist unser Pferd. Ah, da vorne. Okay. So. Oh, ah, da kommst du, glaube ich, nicht runter. Dann gehen wir da lang. Jetzt müssten wir Richtung... Okay, jetzt gehen wir jetzt... Galoppieren wir Richtung älterer Kessel. Guck mal, das sind deine Artgenossen, Cleo. Oh, ich hab das noch. Nein, oh, antike Pfeile. Nein, keinen verschwenden. Noch normale Pfeile. Oh, ich versuche es hinzubekommen, aber. Der hat gesessen. Aber so wirklich. Oh. Natürlich. Lass die Pferde in Ruhe. So. Ich werde sie aber trotzdem einsammeln. Aber soweit. Bist du dir sicher? Soweit ich weiß, zählen die Crocs zu den 100% da. Zu. Also, dass du wirklich 100% stehen hast. Weil zum Beispiel zählen zu den 100% auch die Kisten bzw. die Schatzkisten in den Schreinen mit zu. Ich werde es auf jeden Fall machen, die 900 Crocs. Weil selbst wenn das nicht mit zu den 100% zählen sollte, was ich mit... Wo ich eigentlich stark davon ausgehe, dass es mir dazu zuzählt, machen wir es trotzdem. Genauso wie alle Sidequesten, auch alles erkunden. Weil es gibt zum Beispiel viele Sachen. Wo ist jetzt mein Pferd? Wie ging es noch? Hier. Es gibt zum Beispiel auch Sachen, die musst du erkunden. Und dann schaltest du erst das, oder ich sag mal so, dann schaltest du das erst auf der Karte frei, den Namen. Ja. Das zählt zum Beispiel auch zu den 100% dazu. Soweit ich weiß, gibt es auch 40 Ivarocs, 40 Hinoxe und 3 oder 4 große Würmer. Keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Na, nachher, die sind, glaube ich, nachher für Kilten wichtig. Kriegst du irgendwelche Abzeichen oder so. Aber schauen wir dann. Ist das ein Hinox? Oh, ich hätte die Raben fotografieren können. Die habe ich auch noch nicht fotografiert. Ah, was haben wir hier denn? Nichts. Ach komm. Ich glaube, so viele Baumcrocs habe ich auch gar nicht in Erinnerung. Also, ich glaube, wir haben vielleicht 3 oder 4 Baumcrocs, also Steine, die auf Baumcrocs, auf Bäumen sind, gefunden. Ne? Und das gefällt mir überhaupt nicht da unten. Das ist also der ältere Kessel.
Und es fängt, glaube ich, an zu gewittern, natürlich. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ich habe bis jetzt auch keine Krüge. Also das, was ich schon mal gesehen habe, dass in Baumstämmen, die liegen, dass es da drin so, ja, wie nenne ich das so, Krüge gibt, die du abschießen musst. Aber ich habe noch nie so in Bäumen welche gesehen. Muss ich mal drauf achten. Was ich zum Beispiel auch fies fand, drei Bäume, ja, und gleiche Anzahl von Äpfeln, das ist ein Krog-Rätsel, darauf muss man auch erstmal kommen. Also, aber das gefällt mir ja so sehr, ne, daran. Wir wollten unsere metallischen Gegenstände einmal ablegen. Okay, sollte so passen. Das heißt, hier oben haben wir das haben wir jetzt erkundet. Würde ich sagen, gehen wir mal in den Eldra-Kessel. Mit den Wächtern lege ich mich jetzt nicht an. Dazu habe ich keine antiken Pfeile mehr. Aber das Gebiet muss ich ja trotzdem erkunden. Ich glaube, wir hatten hier auch irgendeine Sidequest. Fragt mich aber bitte nicht welche. Hier ist auch irgendetwas, das schauen wir uns gleich an. Ich will erstmal das Tal erkunden. Oder den Kessel, wenn man es denn so nennen will. Hier versteckt sich bestimmt der ein oder andere Krog. Nein, 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 nein. Ah, ich merke schon, ich werde bestimmt gleich entdeckt. Natürlich. Dann warte ich doch die Spurtmedizin. Ja, hier. Und der Blutmond kommt natürlich genau zur rechten Zeit. Okay, dann scheint hier wohl kein Krog zu sein. Zumindest kann ich keinen entdecken. Da konnten wir doch lang, oder? Eigentlich muss ich es wegfackeln, aber das sollte auch passen. Ja. Was war das gerade? Ah, nur ein paar Motten. Okay. Quelle der Kraft. Ah, hier ist die Erinnerung. Okay. Nice. Unsere erste Erinnerung. Ich denke mal, ich werde auch, wenn ich alle Erinnerungen gefunden habe, alles nochmal komplett hintereinander laufen lassen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal diese Erinnerung an.
Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem. Meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören. Die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt? Da sehen wir zum ersten Mal Prinzessin Zelda, wie sie verzweifelt versucht, die Kraft zu erlangen. Aber anscheinend, aus irgendeinem Grund, hat sie die nicht bekommen. Warum auch immer. Anscheinend hat sie mehrere Orte aufgesucht. Und ja. Ich denke mir, wenn wir die anderen Erinnerung auch haben, wird das auch einen ganzen Sinn ergeben. Willkommen an meiner Quelle. Bringe der Quelle der Kraft eine Schuppe des purpurroten Geistes Eldrada. Ich, die Göttin Halia, werde an deiner Seite sein. Und der Blutmond. Okay. Den überspringen wir aber, den kennen wir ja schon. So, das ist die nächste Sidequest. Alles klar. Oh, ein paar Eier. Aber kein Krog. Und es hat aufgehört zu regnen. Okay. Oh, auch nice gemacht, finde ich. Hier Wasser und dann... Oh, das ist richtig nice gemacht. Als ob da ein Krog ist. Das war jetzt random. Weil ich dachte, hier die Steine oder so kannst du hochheben, aber... Okay. Oh, Chili, immer her damit. Oh, und da oben ist Eldra, nehme ich an. Das tut mir eigentlich jedes Mal weh, aber... Die greifen ja von sich aus an, ne? Auch wenn sie mich nur als Beute sehen. Da muss ich aufpassen, das ist ein Schwarzer. Nein, komm zurück. Immer das Eisschwert. Das ist doch eigentlich ein Feuerexalfoss, oder? Müsste dann ein Eisschwert den eigentlich nicht one-hitten? Okay. Da
das Tal. Und hier geht es wahrscheinlich einmal auf diesen Berg rauf. Da gehen wir auch auf jeden Fall jetzt einmal schnell rauf. Obwohl, das ist die... Hier geht's, ja, hier geht es auf den Vulkan rauf. Ich hoffe, Link hält die Hitze noch aus. Ich glaube, wir haben Glück und dort ist eine Sternschnuppe. Ich glaube, die bleibt immer nur bis 4 oder 5 Uhr morgens da, deswegen müssen wir uns beeilen. Nein, nein, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Ich hoffe, wir schaffen das rechtzeitig. Weil wir haben ja auch keine Minikarte, beziehungsweise wir spielen ja auch ohne Sensor und ohne Wetteranzeigen und sowas. Einfach um den Schwierigkeitsgrad ein wenig zu erhöhen. Oh, komm, Link, das schaffst du. Boah, das wird knapp, aber sollte Link eigentlich schaffen. Wenn ich im letzten Moment springe. Boah, es wird schon fast Tag. Nein, 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 nein. Wir sind fast da, wir sind fast da. Ach komm, 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 komm. Nein, ernst. Lauf, Link, lauf, da vorne ist es. Die ignoriere ich jetzt komplett einmal. Ja, ist ja gut. Nein, nein, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Da vorne ist sie, da vorne ist sie. Na, bitte sei nicht verschwunden. Grog gefunden, aber der interessiert mich jetzt gerade nicht. Mich interessiert die Sternschnuppe. Oh, ernsthaft? Ja, schade. Mist. Ja, gut, kann man nichts machen. Immer ein Krog entdeckt. Den hat es, das hatten wir schon erkundet. Da vorne müssen wir hin. Den können wir hier mal, den können wir mal wegnehmen hier. Ich wollte hier einmal rauf gucken, aber das gehört schon fast eigentlich mit zum Goronengebiet. Ist halt genau die Grenze, aber ist alles so bergig und hügelig. Es besteht nur aus Klippen. Ich war im letzten Part einmal oben, aber das war so heiß, also obwohl wartet mal. Ne, wir waren hier, genau, wir waren hier. Da waren wir noch nicht, ja.
Aber da vorne ist es. Oh, Erz, 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 Erz. Immer her damit. Ah, unser Erzbohrer geht sowieso gleich kaputt. Nur mit einem Eisenhammer. Da oben müssen wir mal rauf. Link, du kannst doch hier laufen. Ich wollte schon gerade sagen. Oh, Spurtfallchen, das können wir auch gleich mitnehmen. Sieht aus, als wenn der Vulkan richtig atmet. Also zumindest von Weitem. Das sieht richtig gut designt aus. Also. Gefällt mir. Was mir noch mehr gefallen würde, wenn wir jetzt hier oben einen Krog finden würden. Ja, sollten wir es schaffen. Ja, das ist das hier eigentlich schon. Hier ist nichts. Vielleicht irgendwo eine versteckte Steinwand oder so, aber. Da darf ich nochmal raufgucken. Hier könnte noch was sein. Krog oder kein Krog? Hier muss doch was drauf sein. Nein, nichts. Okay. Was ist das da unten? Ah, so ein Glitchy-Ding. Okay. Okay, dann kann der auch schon mal weg. Hier geht's nämlich zum Goronendorf. Aber ich will einmal dieses Tal hier erkunden. Vorher können. Da gehen wir gleich hoch. Das Tal hier haben wir nämlich noch nicht erkundet. Wie weit ist mein Pferd weg? Ist zu weit weg. Aber wir müssen so oder so gleich klettern. Ich sehe einen Krog, oder? Ja, genau, das sind die Dinger, von denen oder von denen du ja gesprochen hast, ne? Richtig fiese versteckte Krogs. Ah, ich muss meine Sachen wieder ablegen, ne? Ja. Natürlich. Okay. Aber viel haben wir nicht hier. Nein, den bekämpfen wir nicht. Vor allem, was ist das für ein Leune? Ein blauer Leune, okay. Lass mich bloß in Ruhe. Eigentlich ist es ja so, solange die einem nichts oder solange man denen nicht zu nahe kommt,
Beziehungsweise, solange man die nicht irgendwie angreift oder ins Visier nimmt, sollten die einen eigentlich in Ruhe lassen. Normalerweise. Normalerweise. Ach komm. Natürlich. Lass mich in Ruhe. Alter, wie weit kommt er denn mit? Was will der Leune hier überhaupt? Was will der hier überhaupt? Beziehungsweise wacht er. Was bewacht er hier? Bleib bloß weg. Hier müsste ich jetzt normal klettern können, da es ein bisschen überdacht ist. So, der kann schon mal weg. Stempel löschen. Schauen wir mal, was hier so ist auf der Seite. Ich hoffe, es hört gleich auf zu regnen, weil gleich müssen wir noch mal ein bisschen klettern. Ah, wir sind doch hier beim Wald der Oktoroks, ne? Obwohl, die haben wir noch nicht fotografiert. Golf ist auch schön, also da bin ich auch nichts dagegen. Also, wenn man auf jeden Fall Octoroks farmen will, ist das der perfekte Platz dazu. Der schläft immer noch weiter, als ob. Ich habe dich nicht gesehen. Was die auch immer für Geräusche machen, ne? Dich habe ich gesehen, mein Freund. Ich glaube, ein Octorok verfolgt uns noch. Ja, hier. Alter, wie viele Octoroks sind denn hier? Das muss ich auf jeden Fall ausnutzen und einmal hier farmen. So, aber sonst ist ja eigentlich nichts. Obwohl, hier ist noch ein Oktorok. Da ist auch noch einer. Spawnen die so schnell oder habe ich die einfach übersehen?
glaube, ich habe die einfach übersehen. Hier ist doch bestimmt ein Krog drauf. Natürlich. Wer sagt's denn? Okay. Das heißt, hier kann das auch schon mal weg, der Stempel. Wir müssen aber hier einmal noch ein bisschen schauen. Oder machen wir das so? Die linke Seite machen wir einmal komplett oben und gehen dann nach unten, damit wir ein bisschen bessere, dann haben wir, glaube ich, eine bisschen bessere Übersicht. Ist das getrocknete Lava hier oder was ist das? Das sieht aus wie so, weiß nicht. Käse oder so. Großer Käse, löchriger Käse. Ist bestimmt. Ah, wohl. In letzter Zeit sind sie ein bisschen geizig mit den Crocs. Und rauf da mit dir. Nein. Ach komm. Hätte ich von Anfang an hier rüber machen sollen. Geht einfacher. Da müssen wir hoch, ne? Und wenn wir hier schon mal oben sind, bevor wir das ganze Stück nochmal klettern müssen. Obwohl. Ja, wir müssen. Nee, nee, wir können auch aufs andere. Wir müssen da. Wir können auch da oben hinklettern und von da aus dann. Okay. Was machen die Wölfe eigentlich hier? Nein! Allerdings schaffst du es noch wieder nach oben. Ja, sollte er schaffen. Mein Nachbar zum Beispiel, der mag überhaupt keinen Käse. Damit kannst du ihn jagen bis nach Skandinavien. Also, der mag das überhaupt nicht. Keine Ahnung, warum. Käse ist doch. Schmeckt schön, schön, schön kräftiger Käse auf die Pizza oder Käse gehört so viel zu Brot. Käse und Brot, also Tomate, Mozzarella, beste überhaupt. Also
Und hier scheint noch ein Hinox zu sein. Was haben wir denn? Nehmen wir mal den. Ah, nehmen wir den Ritter Zweihänder. Schleichen wir uns einmal an. Oh, warte, das ist ein schwarzer Hinox, ne? Okay, hatten wir aber. Hatten wir anscheinend schon. Setzt er seinen Wutanfall ein. Verdammt. Viel Raum haben wir nicht, also zum Laufen, aber das sollte eigentlich passen. Lass mich in Ruhe. Ab. Ich trinke einen Verteidigungstrunk. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Warum treffe ich ihn nicht im Auge? Ja. Funktioniert nicht so wirklich. Den juckt das gar nicht. Na komm, wirf deinen komischen Holzstock da schon. Hätte ich jetzt Strompfeile? Hätte ich die da unten an seine Füße hinschießen können. Aber das ist, glaube ich, Metall, was er da hat, ne? Ja. Sieht zumindest nach Metall aus. Was ich aber machen könnte. Kommst du hier oben rauf? Natürlich kommst du hier rauf. Hier kommst du aber nicht rauf, oder? Guck mal nach oben. Ja, ist klar. Oh, jetzt habe ich ihn aber getroffen. Komm, Link. Natürlich. Alter, Link, geh nach oben, Link! Was macht der da? Was machst du da, Link? Als ob. Ich musste einmal springen, ich musste. Sonst hätte er mich platt gemacht. Link, was hast du da gemacht? Ach Gott. Jetzt habe ich keine Fee mehr, ne? Das, obwohl ich Abwehr Level 3 habe. Das ist lächerlich, ist das. Nee, ich habe keine Fee mehr. Nein. Ich mache den Rest mit Pfeilen. Nur um sicher zu gehen.
Ich esse erstmal was. Ja, ich muss was essen. Gebe ich zwar meine Abwehr auf, aber die hat ja sowieso nichts gebracht. Komm zurück. Warum muss er mich erst ins Visier nehmen? Ist doch lächerlich. So, das war's für dich. Grill-Edelgeflügel, ein ganzen gegrillte große Geflügelkeule. Die Haut ist schon knusprig, das Fleisch zart. Wenn du sie isst, werden Herzen aufgefüllt. Röstzitterling. In gerösteter Form entfaltet der Zitterling seinen vollen Geschmack. Ganz ohne die Zunge zu schocken. Bei Verzehr werden Herzen aufgefüllt. So, dann schauen wir uns hier einmal um. Hier ist doch bestimmt doch irgendwo ein Krog. Kann mir gut vorstellen, aber. Anscheinend. Aber der große Max hier rüber ist dann noch, ne? Ja. Okay, dann scheint hier kein Krog zu sein. Der Hund hat sich, glaube ich, gerade selber umgebracht. Keine Ahnung wie. Ist mir auch egal. Ich will da oben noch drauf gucken, ob da ein Krog ist. Gesessen. Genau, jetzt habe ich den. Genau, bei wirklich bei Feuergegnern kannst du die instant damit killen, also mit dem Eisschwert. Keine Ahnung, warum es beim Feuer Exalfossen nicht funktioniert hat. So, aber hier sind Feuerflederbeißerflügel. Okay. Schauen wir, ob da oben noch kurz ein Krog ist und dann gehen wir nach unten. Oh, da ist älterer. Oder oh, nee, das ist der. Das ist der zweite Titan, müsste das sein, ja. Okay, dann gehen wir einmal nach unten. Versuchen den Leunen aus dem Weg zu gehen. Den habe ich nämlich gar keine Lust. Oh. Exalfoss Schwanz rot. Der Schwanz eines Feuerexalfoss. Der Eigengeschmack macht ihn ungenießbar, doch zusammen mit Insekten lässt sich Medizin aus ihm herstellen. Okay. Da
Ich habe irgendwie Angst, dass hier irgendwo eine Krogblume oder irgendein Krog irgendwie an der Decke hängt oder an den Wänden. Der scheint seine eigenen Fliegen aufzuessen. Kommt. Es ist ja jetzt eigentlich Nacht. Mann, es hieß doch, dass Kilton auch nur bei Nacht erscheint. Aber anscheinend ist es noch nicht genug Nacht, dass er hier irgendwie erscheint. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ah, okay, hier geht es sogar noch runter, okay. Oh, das haben sie richtig schön mit den Wasserpflanzen gemacht. Nettes Detail. Ist ein Krog? Ne, ich glaube eher nicht. Aber ich habe eine Idee. Warte, ich gehe noch einmal im Kreis und dann weiß ich, wie wir Kilton herlocken. Ich sollte eigentlich geschützt sein, oder? Ja, machen wir vorsichtshalber trotzdem mal. Obwohl, es fängt jetzt an zu regnen, aber eigentlich. Machen wir gleich. Eigentlich wollte ich hier gleich ein Feuer machen und dann bis nachts oder bis abends warten. Oben ist doch ach, klettern kann ich jetzt sowieso nicht. Deswegen bleibt mir eh nichts anderes übrig. Ja, machen wir auch. Okay. Stellen wir uns einmal da vorne unter. Hier sollte es eigentlich nicht regnen. Jawohl. Dann. Feuerstein. In die Hand und Holzbündel. Hier.
Habe ich sie gerade nicht geworfen, ne? Ach, von mir ist auch zwei. Nein! Nein, nein, obwohl, warte. Nein, es ist ausgegangen. Warte, ich habe doch noch Feuerpfeile. Oh, nicht mehr. Natürlich. Da muss ich es nochmal machen. Einen Versuch habe ich ja noch. War auch blöd, dass ich erst mal mein Eisschwert angezündet habe. Diesmal nämlich eine andere Waffe. Ja. Oh, beide sogar wieder angemacht. Okay. Bis abends. Und wen haben wir denn hier? Oh, lasst mich bloß in Ruhe. Das müsste Kilton sein, ne? Nur so ein Herr Liana. Wer bist du? Ich? Ich sollte mich mal vorstellen, was? Ich bin Kilton. Sag bloß, du hast Gerüchte über mich, über meinen Monsterladen gehört und bist deshalb hierher gekommen? Monsterladen? Tut mir leid, im Moment bereite ich den Monsterladen gerade noch auf die Eröffnung vor. Ach, wo wir nur meine Manieren. Hier ist meine Karte. Kaufe Monstermaterialien zum guten Preis. Monsterladen Kilton. So, dann gib mir die Karte doch bitte zurück. Aber sag mal, magst du Monster? Ich mag sie, boah. Hoho! Und wie sehr magst du sie? Sogar sehr. Ah, ich liebe Monster! Oh, tut mir leid, das ist wohl wieder mit mir durchgegangen. Also, ist das so? Ich liebe es, Monster zu studieren. Deswegen habe ich mir den Monsterladen einfallen lassen. Ich überlege gerade, in welchem Dorf ich meine monströsen Forschungen fortsetzen sollte. In Kakariko oder in Hateno? Im Dorf der Orni oder möglicherweise im Dorf der Soras? Etwas weiter weg kämen ja auch Gerudo-Stadt und Angelstädt in Betracht. Oder ich bleibe hier in der Nähe am Akala-See. Da könnte ich schneller weiterforschen. Ja, wenn ich nur daran denke, werde ich schon ganz aufgeregt. Dann auf zu einem einer Monsterstudienreise. Wir sehen uns sicher mal wieder nachts bei einem Dorf. Alles klar. Das heißt, wir haben ihn jetzt erstmal freigeschaltet und müssen ihn jetzt in verschiedenen Dörfern antreffen, bevor wir seinen Monsterladen, ja, bevor wir dort was kaufen können. Okay, das haben wir hiermit getan und ich möchte da oben den Schrein machen. Stempel löschen. Okay, innere Akala-Ebene. Waren wir da ganz oben schon? Weiß ich gar nicht. Eigentlich waren wir da schon, oder? Hm. Boah. Da kommt Link doch niemals hoch. Wo müssen wir denn hoch? Wir müssen da nach oben. Klettern wir einmal nach da oben. Ah,
Ja, schaffst du das, Link? Dann brauchst du ein Ausdauer-Item. Ja, kriegst ein Ausdauer-Item von mir. Ist ein bisschen viel, na komm. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke dir, Mifa. Na komm, boah, ist das hoch. Als nächstes müssen wir da ganz nach oben, ne? Oder schaffen wir das von. Ne, von hier aus schaffen wir das nicht. Wir müssen nach oben. Oh, fast wieder runtergefallen. Ich werde so ein bisschen schräg klettern. Oder? Wohl ne, hier müsste das schon passen. Hoch mit dir, der Link. Okay. Oh, das ist noch ein gutes Stück. Ich hoffe, ich muss keine Hitzemedizin einsetzen. Und da ist Eldra. Ich weiß gar nicht, wie wir an Eldra rankommen sollen. Vielleicht fliegt es. Eldra fliegt doch Richtung Gerudo-Stadt. Jetzt habe ich schon Gerudo-Stadt. Goronen-Stadt. Vielleicht können wir es da irgendwie bekommen. Ich weiß es auch nicht. Schauen wir dann. Boah. Das ist sehr, sehr hoch. Und Link braucht etwas zu essen. Das will ich mir aufheben. Ah, okay, die geben auch volle ein. Okay. Hier müsstest du dich wieder ausruhen können, Link. Immer noch nicht, als ob. Oh, doch hier. Hier kannst du dich ausruhen. Ja, auch nur so halbwegs. Da müsste ich, hier müsste es aber stehen können. Also gleich hier rechts. Wir sind immer noch nicht hoch genug, oder? Doch, das sollte reichen. Doch, von hier aus sollte das machbar sein. Ich frage mich, wie die Sheikah den Stein da überhaupt oben rein ranbekommen haben. Aber gut. Hol dich immer ein bisschen aus, Link. Und weiter geht's. Ich hoffe, das ist kein Sunakai-Schrein. Ich hoffe, dass es kein Belohnungsschrein ist, weil das ist ein bisschen lächerlich. Ich will schon ein kleines Rätsel haben.
Linkes Auge des Schädels geschafft. Okay, die Schrank, was haben wir schon mal geschafft? Oh nein, nein. Tsunakais Segen ist. Finde ich ein bisschen schade. Feuerschwert, ein magisches Schwert, das in der Lava des Todesberges geschmiedet worden sein soll. Schwinge es, wenn die Klinge rot leuchtet, damit es Feuer speit. Natürlich kein Platz in der Waffentasche. Tschüss Eisschwert, willkommen Feuerschwert. Wir werden uns als nächstes einen Ausdauercontainer holen. Ja. Gut, das haben wir jetzt alles hier erkundet. Das haben wir, glaube ich, soweit ich weiß, auch erkundet. Bin ich zumindest der Meinung. Gehen wir einmal darüber. Ich hoffe nicht, dass es mit so. Doch, gehört noch mit zu diesem Gebiet. Okay. Dann müssen wir das auch noch einmal schnell abhaken. Geht bloß weg. Ja, das Gebiet müssen wir noch hier einmal komplett erkunden. Aber so groß ist das nicht. Das ist halt nur ein bisschen Hügel, ne? Was ist das denn da vorne? Sieht interessant aus. Oh, Mini Eva Rocks, geht das? Ja, nice. Sei leise. Verdammt. Diese Wölfe. Hat er immer noch nicht genug? Boah. So, jetzt aber. Was haben wir hier? Nichts, okay. Gehen wir mal nach oben. Genau, und da war der Schrein, aber so wirklich oben ist ja auch nichts. Ich hätte zumindest einen Krog oder so erwartet. Antike Feder. Obwohl, auf dem Baum könnte was sein.
Oh, was haben wir denn da? Gesessen. Hallo, Herr Krog. Geben Sie mir bitte Ihren Krogsamen. Jawohl. Das nächste Mal werdet ihr gegrillt, falls ihr mich angreifen solltet. Als ob. Lauf, Link, lauf. Ich nehme Verteidigungstrank. Wo haben wir den denn? Hier. Habe ich überhaupt noch einen? Nein. Okay. Den muss ich schnell ausschalten. Schießt mit Bombenpfeile, ich glaub's nicht. Holzpfeile? Wo sind seine Bombenpfeile, die er die ganze Zeit benutzt hat? Natürlich weg. Irgendwie komme ich hier jetzt rauf. Ah, ist noch ein schwarzer. Bestimmt auch Bombenpfeile. Oh. So, unten ist er. So. Ja, er hat auch Bombenpfeile, okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Moment mal. Reicht das aus? Nee. Haben die da keine Truhe? Wenn die da keine Truhe haben, dann würde ich da auch nicht hoch. Also ist mir das egal, aber da könnte halt ein Krog sein, oder? Kann ich das von hier erkennen? Danach aus. Nee, okay. Gehen wir hier noch einmal rum. Und das war's auch denn soweit, ne? Ah, hier hinter könnte noch was versteckt sein.
Okay, nicht. Dann. Also, der Stern kann hier erstmal weg. Das bleibt auch. Okay, dann bleibt nur noch das Labyrinth. Das werden wir aber im nächsten Part machen. Ich werde nachher nochmal einmal kurz streamen. Ich muss das kurz. Nachher werde ich nochmal ein bisschen streamen, so vielleicht in einer Dreiviertelstunde, in einer Stunde. Ich will einfach noch kurz was essen. Und ja, dann danke ich auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne einen Comment und ein Abo da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.